Okay, meine Freunde. Ich blende mich hier nochmal kurz ein, weil ich habe euch versprochen, noch ein paar Tricks zu zeigen und was ihr noch entdecken könnt. Das wird mehr oder weniger noch so ein kleiner Bonuspart werden. Ich werde das höchstwahrscheinlich sogar an dem letzten Part mit dranhängen oder auch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Zack. Au! Ratte! Aber ich habe deswegen meinen alten Save-State nicht geladen, weil das jetzt auch keinen Sinn mehr macht. Okay, ich dachte schon, das hätte mein Schild geklaut. Okay. Wir gehen jetzt einmal hier hin. Und dann zeige ich euch noch was. Nee. Quatsch. Was, Bote? Ach, das wurde sogar eingedeutscht hier, sehe ich gerade. Ist mir noch nicht aufgefallen. Möchtest du für 100 Rubin mit dem Fluss fahren? Okay, nimm dir einfach das Fluss da draußen. Viel Spaß damit. Okay. Okay. Und dann versuche ich noch nebenbei her die Karte noch zu erkunden. Und das muss ausgerechnet in diesem Loch hier sein. Na gut, wir haben jetzt drei Pferde verpasst, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Ah ja, wenn man die Feder benutzt, könnt ihr euch so die Items holen. Im Remake war das teilweise ein Ranz gewesen. Da musste man teilweise den Hookshot benutzen, um da irgendwas reißen zu können. Ja, okay, hier kann ich jetzt nichts reißen. Okay. So. War hier noch was? Ach nee, das war ja die Höhle, wo man wieder zurückkommt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Na gut, ich habe sowieso ein paar Felder vergessen, von daher kann ich die 100% Map knicken. Aber ich denke, dass es eh nichts Besonderes hat. So, nächster Trick, den ich vorführen werde. Wenn man beide Items, in dem Fall Bogen und die Pfeile, ausrüstet und dann beide Knöpfe gleichzeitig drückt. Na, komm mal her, du Vieh. Ja. Hä? Ah, ihr seht es. Oder muss ich das anders legen? Ah, ich glaube, ich darf die Knöpfe nicht so festdrücken. Sonst klappt das nicht. Bam. Dann damit könnt ihr tatsächlich Bombenpfeile schießen. Den Trick habe ich auch irgendwo bei einem YouTuber gesehen. Ich finde es wirklich nice, dass man schon ein Event entdeckt hat, wo das schon geht. Tatsächlich geht es aber ansonsten erst mit Twilight Princess, dem GameCube-Teil. Und dann gibt es noch eine Sache, für die ich was machen kann. Bei uns fehlt ja noch ein Foto. Zack. Ach ja, und dann kann ich noch mal ein bisschen den Sumaria-Stab vorführen. Das ist mir in meinem alten Let's Play aufgefallen. Man kann damit nicht nur Gegner und Büsche
verbrennen lassen. Du stirbst. Nee, ich bin falsch. Tschüss. Und tatsächlich kann man hier auch die Tiere verbrennen. Das ist mir nämlich echt passiert. Das ist schon brutal, ne? Was kann ich denn noch? Ich meine, hier gibt es sonst nichts mehr, was ich noch großartig vorführen könnte. So kann auch der stärkste Gegner im Spiel direkt sterben. Und nein, der stärkste Gegner ist nicht Magennon selber, sondern die Hühner. Weil die Hühner kann man nämlich nicht töten. Warte mal. Ich will mal was wissen. Haben wir noch einen Huhn zufällig? Oder muss ich erst die Gegend verlassen? Nee, wisst ihr was? Wir machen erstmal das. Was klauen wir dir denn? Nee, Schild wird mir nichts bringen. Ich glaube, ich werde ihm die Bomben klauen. Ach, das hat funktioniert. Wow, er hat es nicht gemerkt. Aber platt dich jetzt nicht dein schlechtes Gewissen, hm? Ach ja, da ist ja ein Huhn. Weil irgendwann müssten die Hühner einen attackieren. Aber ich weiß nicht, ob das in diesem Spiel so geht. Ach doch, tatsächlich, es geht. Ah, geh weg. Okay, letzte Sache. Ich habe gesagt, du musst erst zahlen. Das war eine Warnung. Jetzt zahlst du mit dem Leben. Boah. Ich werde trotzdem speichern. Ich mache das eben nochmal. Jo, bist du noch ganz sauber? Du musst erst bezahlen. Zurück. Ach, halt doch deine Schnauze. Ich will was probieren. Aber ich glaube, den kann man nicht entkommen. Nee. Ich kann mich nicht mal bewegen. Okay. Aber gut. Ich hab's versucht. Ich dachte, man könnte das irgendwie ausweichen oder so. Aber sobald er dich trifft, bist du instant tot. Alles klar. Ich würde aber jetzt sagen, ja, das waren die letzten Tricks, die ich noch weiß. Beziehungsweise herausgefunden habe. Ja, ich würde dann auf jeden Fall sagen, so viel dazu. Jetzt dürfen wir, ja, jetzt dürfen wir auch das letzte Foto haben, ne? Ach, stimmt! Wir können uns ja die Fotos angucken, ne? Wisst ihr was? Dann mache ich das doch als Bonuspart. Hänge ich das doch nicht hinten dran. Weil dann wird es doch ein etwas längerer Part. Aber gut, sonst waren das auf jeden Fall noch ein paar Tricks, die ich weiß und herausfinden konnte. Dazu müssen wir in den Photoshop. Zack, zack. Aber wenn man nämlich so gespielt hätte, hätte man ihn einfach den Bogen klauen können, weil der sowieso schon unfassbar teuer ist. Aber ich wollte es nicht machen wie No Death Run. Und dann wird man tatsächlich
von irgendwelchen Leuten Dieb genannt, aber ich glaube, sagt er das sogar? Du hast keinen Film mehr. Dein Album ist jetzt voller schöner Erinnerungsfotos. Die Abenteuer des... Ach, das steht sogar schon. Die Abenteuer des Dieb. Möchtest du ein Foto anschauen? Wähle es mit Steuerkreuz aus und drücke den A-Knopf. Ich denke, wir schauen uns die Fotos einmal kurz an. Und dann gehe ich wieder aus dem Modus raus. Und dann würde ich auch sagen, dass ich das Let's Play für beendet erkläre. Weil wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Nur ich weiß nicht, wo das eine Kapazitäten-Upgrade war. Ach, wobei, das sieht aber putzig aus. Ja, da sind die scheiß Buttons im Weg. Aber das habe ich jetzt bewusst gemacht. Und dann müsste das mit dem Berg noch kommen, ne? Ja. Wo war denn das eine Foto jetzt? Ich glaube, das war das hier, ne? Ja, gut. Scheiß Schriftzüge! Okay. Aber ich glaube, Maren würde jetzt auch zu mir Dieb sagen. Ja, komm, zu ihr gehe ich jetzt nochmal hin und dann werde ich definitiv die Folge beenden. Und das war auch die letzte übrigens. Und was als nächstes von mir kommen wird, das kann ich leider noch nicht sagen. Und vor allem mal gucken, wann ich wieder anfangen werde, Videos zu machen. Aber jetzt, nach dem krassen Output, den ich die letzten Monate gebracht habe, brauche ich definitiv wieder eine Pause. Und andererseits, ich könnte noch diesen komischen Castlevania-Hack da weitermachen. Aber da bin ich irgendwie nicht weitergekommen. Da kam ich durch den Boss nicht weiter. Du hast mir das Leben gerettet, Dieb. Das werde ich dir nie vergessen. Ich habe mir beim Windfisch etwas für uns gewünscht. Was? Das wird nicht verraten. Ja. Dies hat demzufolge, dass wir in diesem Spiel nicht sterben dürfen. Deswegen haben wir auch das Secret Ending bekommen. Okay, Leute. Aber so viel dazu. Ich bedanke mich für euren Support und fürs Zuschauen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Wann wieder etwas kommen wird, das kann ich noch nicht sagen. Bis dahin, haltet die Ohren steif, lasst es euch gut gehen und schon mal im Voraus fröhliche Weihnachten. By the way, es ist ja bald wieder soweit. Ja, demnach, man sieht sich. Tschüss.